wirklich nochmal ganz dicke Props an Motek für den Beat. So macht man's. So macht man's. Das ist Basti. Der ist einfach krass. Der ist einfach krass. Und zwar noch deutlich cleaner als früher. Ach, er hat die Beats gebaut. Motek ist Dio. Wir kommen zu Klassentreffen, Reunion, produziert bei Motek. Das ist ein Ding, wovon ich schon seit ungefähr anderthalb Jahren wusste. Der gute Bundeskanzler, der auch einen Part da drauf hat, hat mir davon erzählt. Dio hat das anscheinend alles initialisiert. Und da sind halt Leute drauf wie Fortune, wie Battleboy Basti, auf den ich mich richtig freue. Aber eben auch Leute wie Dio, der technisch wirklich stark ist. Wir haben einen Bundeskanzler, der in Sachen Lines und auch Technik extrem versiert ist und mittlerweile ein Rap-Vitamin-B-Netz aufgebaut hat, was von Don Frechos bis Robbie Banks reicht und in die tiefsten Gefilde mit reingeht. Also strong, richtig strong. Ja genau, Basti, wir kriegen Basti. Ist das nicht krass? Basti technisch so stark, flawlich, absolut crazy, deswegen ich freue mich auf ihn. Wie gesagt, Fortune, ich hatte damals auch dieses Panda-Shirt von ihm, den feiere ich auch sehr. Und dann würde ich sagen, labern wir gar nicht mehr lange, let's go! Das habe ich lange nicht mehr auf einem Beat gehört, ne? Man hört da so einen Wobble-Synth im Hintergrund. Den habe ich das letzte Mal auf so SpongeBob-Beats so 2015 gehört. Das ist dieses typische dieses Ding. Der spielt hier noch relativ langsam, aber den kann man ja modulieren. Geiles Cover. Auch vom Schriftlayout und von dem Font fand ich das sehr cool. Das sieht schon sehr cool aus. Hier, wen haben wir da? Wir haben Fortune Perplex 23 und sein alter Ego Jack von Crack. Rako kenne ich nicht. Patrick mit Absicht. kenne ich auch nicht. Orkus Eden, Battleboy Basti, Kimani, Bundeskanzler Don Frechus, Ghostwriter von Kollega, auch sehr stark. Dio und MOT oder Mod, keine Ahnung. Wenn da schon steht Prod bei Motek, glaube ich mal, dass das der auch der Beat Producer ist, ne? Eine für eine Nacht, nein, die geht falsch gedacht. Eines glaubt eher so eine für keine Nacht. Ich töte Adam und klaue dann nicht, weil das Feigenblatt geisteskrank Zweifel. Schon wieder ein Reim auf Feigenblatt. Da haben wir es wieder. Haben wir gerade noch Sido gehört, ne? Okay, es ist ein sehr langsamer Beat. Ich tippe ihn mal auf 140 BPM. Kannst du super drauf Double Time. Fortune macht das auch stark und er kommt mit der klassischen Fortune Vocal. Also, das heißt, er macht einen konstanten Double. Das heißt, er nimmt seine Stimme auf, packt sie direkt in die Mitte, nimmt dann seine Stimme nochmal zweimal auf, komplett synchron und packt das auf rechts und links und schneidet die exakt bis zur Perfektion. Und dann, glaube ich, nochmal die Doubles. Und dann kommt diese klassische Fortune-Vocal raus. Cooler Double-Time, den analysieren wir jetzt ein bisschen. Okay, da war noch Triolen mit drin. Dieses Ich töte Adam war eine Triole. Ich töte Adam und klaue dann Eva das Feigenblatt. Na. Ganz viele dreisilbige Reime mit drin auf Feigenblatt. Und ganz am Anfang gab es eben die ersten 32stel. Deine Frau, diese Sau, da. Mit einer kleinen Pause mit drin. Also 2/32 verbunden mit einer Pause. Deine für eine Nacht, nein, die geht falsch gedacht. Deine Slot eher so eine für keine Nacht. Ich töte Adam und klaue dann Eva das Feigenblatt. Geisteskrank, zweifelhaft, meine Fahrt zeigen, dass Deutschland noch Heime hat. Asozial, sexuell, aber mit Leidenschaft. Weil man sich noch schwimmen im eigenen Dach. Berg auf die Hitlers gewinne die Meisterschaft. Braucht keine Hilfe, ich mach es aus eigener Kraft. Ihr schiebt nur Filme, mit euch dreht sie keine Ahnung. Da. Also da wieder die Trio und ihr schiebt nur Filme. Na. Fand ich auch nice. Fortune generell immer geil auf Tracks zu hören. Bisschen durcheinander. Also man kriegt nicht viel Message mit. Das muss man mehrmals hören, weil vieles fliegt einfach über den Kopf, weil das so ein Wirrwarr aus Bassgewittern ist, ohne prägnante Zeilen, die jetzt stark hängen bleiben. Was nicht heißt, dass es die nicht gibt, aber fliegen halt ein bisschen über den Kopf hinweg. Beat ist cool. Geil, wie der sich steigert. So, cooles Drumset. Location und Nachbearbeitung ist beides ein bisschen, ja. Ich mag den Style, den Fortune optisch fährt. Cappy vielleicht eine andere Farbe, aber ich werde jetzt nicht zum Stilberater werden, aber so mit der Umgebung. Ich mag es, dass das Bild ein bisschen farbentsättigt ist. Es wirkt so, als ob das Blau ein bisschen hervorgehoben wurde. Wenn da Farbe merkt man auch hier im Hintergrund. Also Blau und Gelb sieht man sehr stark, aber boah, das sieht jetzt im Fall von dem Video nicht so nice aus. Wenn es auf allen angewendet wurde, also einfach nur ein Latt auf alles gelegt wurde, wird es wahrscheinlich bei manchen besser und schlechter aussehen. Kann aber sein, dass es bei anderen komplett anders aussieht. Wir können ja auch mal kurz gucken, ob das Video auch von einer Person gemacht wurde. Ja genau, Mix Master Instrumental bei Motek. Auch cool, also da hat es alles auch noch gemischt. Das ist alles auf einem sehr stabilen, starken Level. Videoproduktion von diesem guten Menschen hier. Interessant. Aber man noch schwimmen im eigenen Dach. Berg auf die Hitlers gewinne die Meisterschaft. Braucht
keine Hilfe, ich mach es aus eigener Kraft. Ihr schiebt nur Filme mit euch, kriegt sie keine Art. Ich bring die Würze hier nur Fadenbeigeschmack. Habt keine Würde, wer hat euch das beigebracht? Macht hier ein doppeltes Reimschema, also einmal mit Filme, Würde und so weiter, also zwei Silben. Und dann dieses Leidenschaft beigebracht, Feigenblatt-Ding am Ende, also insgesamt fünf Silben, die sich reimen. High Five für den Fortune. Hühner im Leichensack, ohne Bemühungen der geilste Part. Ich bin kein Hühner, doch so flagge keine Art. Der Geil zu sein, ist halt einfach so meine Art. Plexus auf dem Track. Er hat hier seinen Part komplett als Reimkette durchgezogen. Wie viel waren das jetzt? 12 Lines? 12 oder 16? Ich glaube 12, ne? Kurz hoch wie ein Stapler, zieh ne Nase von dem Pep mit dem Drogenberater. Ja. Hoch wie ein Stapler, Drogenberater. Fünfsilbiges Nomen, sehr geil. Und dumme Vergleiche, wie man es vom Plex kennt. Ist das nicht schön? Wir haben 2024, 10 Jahre später, und wir haben immer noch dieselben Filme. Why not? Was für ein Style, ne? Ein Anglerhut und darunter so ein Handschuh gepackt und ist dann so drüber gezogen. Let's go. Teil ein und flick die Bitches reihenweise weg. Und sie kommen nicht mehr aus dem Bett, denn der Boden ist Lava. Frag deine Gang, JPS Kippe brennt, wenn mich die innere Stimme lenkt. Ich zieh mir die Nase in den Benz, du ziehst Kinder in den Van. Setz die Maske auf, lass dich. Das ist A-Doppel-H-U, Triple Six Gang. Also er hat sich da so ein bisschen ein Double Time versucht, das war auch ganz nett, das war auch alles ganz angenehm so. Aber jetzt nichts, was krass hängen geblieben wäre, aber er kommt jetzt auch nochmal mit seinem alten Ego rüber. Also acht Bars waren das jetzt, glaube ich, und jetzt kommt nochmal der Jack. Zieh mir die Nase in den Benz, du ziehst Kinder in den Van. Setz die Maske auf, lass dich brennen, von Seren. Das ist A-Doppel-H-U, Triple Six Gang. Der Teufel hängt mir weit am Leck. Gib mir einen Würfel und ich würfel dreimal die Säge. Rolliere wie die Blackrock. Du No-Name hast keinen großen Namen, nicht mal ein Caps Lock. Stimme ist halt so drüber. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Das erinnert mich direkt daran, wenn meine Freundin mit mir zusammen Auto fährt und sie ihre Techno-Playlist laufen hat. Da sind ein paar angenehme Dinger mit drin. Und dann kommt ein Lied, das fängt auch ganz geil an eigentlich. Am Anfang kommt ein nerviges Master auf Hardcore-Sample, aber danach geht's gut rein. Und dann kommt auf einmal der Synthi. Und der ist so übertrieben, dass ich am Anfang immer denke, es wäre ein Joke. Es ist ein Witz. Ein musikalischer Witz, dass es so auf 11 gedreht ist. So ein richtiges. Und ich denke mir, Junge, was geht denn jetzt? Das kann man doch nicht genießen. Und dieses Feeling habe ich 1:1, wenn ich den Jack höre. Aber das Ding ist, meine Freundin feiert ja Techno. Diese Art von Techno. Diese Art von übertriebenen Techno. Und so wird es auch Leute geben, die diesen übertriebenen Stimmeinsatz feiern. Ich selbst finde es fürchterlich, aber ich denke, es gibt genug Leute, die finden es nice. Ich finde dieses aufgesetzte Dämonen-Image halt auch sehr cringe, aber soll er für sich selber wissen. Du No-Name hast keinen großen Namen, nicht mal ein Caps Lock. Die rappende Killermaschine kommt mit Kettensäge jetzt in deine Stadt gefahren. Notensohn, das wird ein Homicide, dein Mutter geficktes Massaker. Ich finde, er kommt bisher mit den Double Time Flows am souveränsten rüber. Fortune hat etwas mehr geballert, aber dafür ist er deutlich cleaner und bringt halt auch seine Pointen am Ende. Das Einzige, was man vielleicht ankreiden könnte, ist, dass wenn er seine Reimsilben setzt, dass er plötzlich aufhört mit dem 32. Raster und bremst. Ach, er macht gar nicht 32. Entschuldigung, das sind Triolen. Also ein bisschen langsamer als 32. Also nicht, sondern, dass er aber dann, wenn er stattgefahren sagt, bremst, stattgefahren, hätte man bestimmt noch irgendwie mit reinbringen können, so ballert es halt nicht so sehr, wie es hätte ballern können, aber es ist trotzdem sehr clean. Hätten Siege jetzt in deine Stadt gefahren. Notensohn, das wird ein Homicide, dein Mutter geficktes Massaker. Rako Panzer der Waffennah spielt mit Butterfly im Tanzverein. Besuch dich in deinen eigenen. Spielt mit Butterfly im Tanzverein. Schöner Reim. Und tritt in die Tür wie Rambo ein. Fang mich an zu schreien, doch wegrennen ist nicht. Die Beretta ist am Rad an, es sieht aus wie Blitzlicht. Drücke weit da, bis auch der letzte gefickt ist. In meinen Augen seid ihr alle dreckige Bitches. Oh, das war nah an der Unsauberkeit eben gerade. Jetzt hat er nämlich auf 32. geswitcht. Und da war die Wortwahl nicht ganz der Geschwindigkeit angepasst. Also er war schon im Raster, versteht mich da nicht falsch. Aber das war nicht ganz tight. Es war ein bisschen minimal, wirklich minimal, sodass es kaum auffällt hinter dem Takt. Also ein bisschen zu sehr laid back geflowt. Besuch dich in deinen Eigenheim und tritt in die Tür wie Rambo ein. Fang mich an zu schreien, doch wegrennen ist nicht. Die Beretta ist am Rad an, es sieht aus wie Blitzlicht. Drücke weit da, bis auch der letzte gefickt ist. In meinen Augen seid ihr alle dreckige Bitches. Bist du ein Stichtricks, jage ich dich. Ziehe dich an deinen Haaren zurück. Setz einen Schnitt so präzise, dass er keiner deiner Organe trifft. Dass er keine deiner Organe trifft. Ja, das ist schon relativ clean. Ich sei wahnsinnig, doch meine Psychologin sagt, das liegt an meiner Kindheit und an etwas zu viel Drogen. Meine Optik ist verschoben, in etwa wie mein Nasenbein. Keiner wird dich finden, betoniere dich im Gabriel. War jetzt keine Line drin, die so überragend geil war, ne? Weder so als Joke, noch so als Punchline oder so. Der waren so nette
nette Bilder drin, die er einem in den Kopf wirft, aber nichts, was wirklich Witz hat. Eher klassisches, ich bring dich um, ich erwürge dich, verscharre dich, grab dich wieder aus und klone dich und bringe alle deine Klone um und rede nie wieder ein Wort mit dir. Zu dem A, zu dem T, zu dem R, zu dem I, zu dem KK. Ich spar mir das CC, weil das Papier, auf das ich reime, krake dein Blatt, das ist macht Papapapatrick, wenn der Schaf mich da abdrückt. Das war nice. Hä? Der hab ich direkt geflasht. Den fand ich cool. Ich kannte ihn nicht. Aber erstmal, Stimmeinsatz erinnert mich voll an, wie heißt diese Rap-Gruppe von Savas damals? Krieg ich's noch hin? Ich komm nicht mehr drauf. Auf jeden Fall, da gab's auch einen, der hat das so gerappt. Ich erschlag dich mit einem Krug. Du bist klug genug, um zu begreifen, dass selbst wenn du gut rappen könntest. So, er macht es nicht ganz so krass, aber er hat diesen übersteuerten Film in seiner Stimme und er überreizt es auch so ein bisschen. Aber auf eine geile Art und Weise. Seine Stimme rastet ein bisschen aus. Und die Reimtechnik ist zwar verschachtelt, kommt aber trotzdem auf den Punkt und ist sehr rund. Es ist wie, als ob er einen richtigen Walzer mit dem Beat, nee, nicht einen Walzer, aber einen wirklich ausgefallenen Tanz mit dem Beat tanzen würde. Und es kommt am Ende cool rüber. KK, ich spar mir das CC, weil das Papier, auf das ich reime, krake dein Blatt, das ist macht Ich mag übrigens das Xylophon-Sample im Hintergrund. Normalerweise werden die ja heutzutage mittlerweile so in Beats verwendet, dass du damit Akkorde machst und die werden immer kurz gespielt. Und dann kommt so ein Capital Bra und singt da drauf, komm, wir trinken zusammen den Eistee. Und da ist es so, es wird normal verwendet und anstatt, dass ein richtiger Akkord gespielt wird, wird er als Arpeggio aufgesplittet und gespielt. Also dümm, 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 dümm. Und ist auf der einen Seite vom Stereo-Panorama und auf der anderen Seite hast du vor allem ein Streicher-Ensemble. Wahlweise, ich glaube eher Cellos, klingt sehr tief oder Violin oder so, also ne, Violinen sind ja eher höher, ist insgesamt sehr episch und macht Spaß und ist fair. Wenn der Schaf mich da abdrückt, du sagst, du hast Angst vor niemand. Schrap, Bruder, Mom ist weg, die mit Denke, Marken, Laden, Diebstahl, du fängst mit dem. Ey, wie viel Abwechslung da auch drin ist im Beat, ne? Also jetzt zum Beispiel hattest du sehr oft eine Open Hi-Hat, die gespielt hat. Oder vielleicht, man kann es auch Cymbal nennen, aber ich glaube, es war eher Open Hi-Hat. Das war vorher so nicht der Fall. Und jetzt auch diese Female Vocal, die da im Hintergrund gespielt wird. Also da ist sehr viel Abwechslung drin, damit das halt auch auf 8 Minuten nicht langweilig wird. Du hast Angst vor niemand. Shrap, Bruder, Mom ist weg, die mit Denke, Marken, Laden, Diebstahl. Du fängst mit dem Nas, rasier an der Scham in deiner Knall-NG-Star. Du bist kein Baller. Du bist kein Baller, du bist eine Ballerina, was ausgesprochen nicht so ganz funzt, aber wenn man sich dann geschrieben anguckt, hast du ja Baller, B-A-L-L-E-R und Ballerina schreibt sich ja auch B-A-L-L-E-R und hat dann noch das Ina hinten dran. Deswegen, coole Punchline, die auf dem Papier aber besser funktioniert als gesprochen. Schieß wie das Original. Das Problem ist, wie das Original, das an sich hätte funktioniert. Ballerina, ich hämmer dir mit Parts, den Kiefer, schieß wie das Original. Das ist halt blöd, weil das Schieß wie, dass das so kommt, klingt ein bisschen vernuschelt. Wie sage ich das? Ich glaube, er legt sehr viel Gewicht beim Rappen vorne im Mund und so weiter. Und eine etwas schwere Zunge. Wenn er das dann so bringt, klingt das etwas unsauber. Baller, du bist eine Ballerina. Ich hämmer dir mit Parts, den Kiefer, schieß wie das Original. In Pisa, ein Fallrückzieher vom Karate. Auch hier nochmal crazy, was da alles im Beat kommt, ne? Jetzt kommen hier nochmal andere orchestrale Percussions mit rein. Erinnert mich sehr an dieses eine Plugin von Native Instruments, dessen Name mir gerade entfallen ist. Sowas ist jetzt noch dazugekommen. Ich habe auch das Gefühl, das String Ensemble ist nochmal ein Stück breiter geworden, da ist noch ein bisschen was hinzugekommen. Insgesamt sehr episch. Wenn du fertig bremst in deinem Cowgirl guckst in deiner Villa, Palast, Falla, Villa. Aber cooler Typ, hat mir gefallen. War nice. Meldung, Qualo, Orko sehen wie ein Schatten in der Nacht. Schnippt die Kippe auf den Boden und sie fackelt langsam ab. Keinen Bock mehr auf die Menschen. Kompletter Switch im Beat. Was hast du jetzt? Dum, 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 dum. Relativ monotones Trap-Melodie-Sample. Hast aber jetzt eine Gitarre, die Akkorde spielt? Nee, die spielt keine Akkorde. Es spielt auch nur einzelne Töne. Also die Gitarre spielt dum, 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 dum. Und das Sample spielt dum, 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 dum. Könnte auch wieder ein Arpeggio sein. Aber zusammen haben die eine harmonische Wirkung. Und das erzeugt tatsächlich schon fast ein sehr, ja, es erzeugt ein Gefühl. Ein Gefühl von Epicness, aber auch ein bisschen Gänsehaut. Irgendwas, sowas in der Richtung, wisst ihr? Schatten in der Nacht, schnippt die Kippe auf den Boden. Und sie fackelt langsam ab. Keinen Bock mehr auf die Menschen. Doch es gibt sie überall. Fast bei Penny in die Kasse. Hände hoch, Überfall.
Du sagst, du warst nie ein Fan, wir sind dir zu edgy. Doch finde dich Wochen später in meiner Hose wie Konfetti. Ich fick euch alle, solange ich weiß, dass es Consent ist. Küss mich, wo die Sonne nicht scheint. Und ich meine nicht London, bitch. Ich lass den Raum. Auch nice. Vor allem Sonne nicht scheint und London. Hä, hey, warte, wie ist das gemeint? Weil London ist doch die Spitze des Empires, wo die Sonne niemals untergeht. Und da, wo die Sonne nicht scheint, ist dann ganz bestimmt nicht London. Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Ich habe bestimmt irgendwas falsch verstanden. Das mit Konfetti fand ich ganz funny, dem Vergleich. Wirklich nochmal ganz dicke Props an Motek für den Beat. Dass da so viel Abwechslung mit drin ist und da trotzdem die Qualität so stark ist, die ganze Zeit, während er auch noch das komplette Mix und Master gemacht hat. Strong, Alter. Nee, wirklich. Dicke Props nochmal. Also den Namen sollte man sich wirklich merken. Der hat hier wirklich sehr viel Herzblut reingesteckt. Ich kenne ihn nicht so. Keine Ahnung, an wen ich hier Props verteile, aber starkes Ding. Starkes Ding. Aus, bis ich ein Verfahren krieg, noch eins mehr, schadet nicht. Wer ist dieser Tageslicht? Und bist du ohne Hose und mit einem um den Hals geleckten Kabel stirbst, ist autoerotische Party. Yeah. Du willst meine Nummer, doch ich blocke deinen Namen, denk die ganze Zeit ans Saufen, sterb mit Kotze in den Haaren. Dabba, 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 dabba. Gut geflowt. Weil die Faust in meiner Tasche, ohne Suff kann ich das nicht ertragen. Gibst das Glas nichts hinterfragen, vor dem Barmann sitzt lokal. Mensch, du auch hier? Ist ja ewig her. Wie war What meine Name? Das war ja cursed, Alter. Basti, was tust du da mit meinen Augen? Ah, was tust du? Also, davon träume ich doch heute Nacht. Was ist das denn? Da muss ich an der Stelle mal sagen, Würde. Es ist crazy, ihn mal wieder zu sehen. Vor allem in so einem relativen Low-Budget-Video. Das gibt mir direkt die VBT-Filme von früher. Mensch, du auch hier? Ist ja ewig her. Wie war noch mein Name? Ach so, nicht der Rede wert. Auch funny, dass die Ho einfach in seinem Pool liegt. Wie es mir geht, hat er nice, mein Leben ist geil, guck, steht der Beweis. So macht man's. So macht man's. Falls sich jemand von euch fragt, was ich mit Sauberkeit meine oder wie man vernünftig 32. rappt. So. Punkt. So. Das ist Basti. Der ist einfach krass. Der ist einfach krass. Und zwar noch deutlich cleaner als früher. Wenn man jetzt so seine VBT-Battles von 2010 oder 11 oder so anguckt, dann ist das nicht so clean wie das, was er hier gerade macht. Das ist wirklich fucking clean. Wirklich, das würde man so von seiner Optik nicht vermuten. Er sieht wirklich abgeranzt aus, aber das, was er rappt, ist ganz große Klasse. Mensch, du auch hier? Ist ja ewig her. Wie war noch mein Name? Ach so. Nicht der Rede wert. Wie's mir geht, Alter, nice, denn mein Leben ist geil, guck, steht der Beweis. Wem es geht, Alter, nice. Geht, Alter, nice, denn mein Leben ist geil. Leben ist geil. Da, 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 da. Geht, Alter, nice. Guck mal, Leben ist geil. Also, er macht immer 3 Silben normal auf 16. Und dann immer 2 Silben 32. Wie es mir geht, dann ist das Alter auf 32. Das Nice ist wieder normal. Und dann wieder 3 Silben, ne, dann wieder 3 Silben, genau, also 4 insgesamt. Und dann, guck mein Le, bin es, das Ben, das ist es 32. Und das Geil ist dann wieder auf normal. Und dadurch entsteht dieser geile Flow. Und er betont es wirklich übertrieben genau, es ist exakt im Raster. Sehr deutlich ausgesprochen. Und dadurch, dass er die einzelnen Konsonanten so prägnant betont, also er hat nicht zu viel Fokus, aber er betont extrem gut mit den Lippen und so weiter, hat das alles gut im Griff, sagt es klar und deutlich und dadurch kommt diese Verständlichkeit raus und diese Taktsicherheit. Wie es mir geht, Alter, geil, guck, mein Leben ist geil, Leben ist geil. Nicht der Rede wert. Wie es mir geht, Alter, nice, mein Leben ist geil, guck, steht der Beweis. Keine Ziele gesteckt. Und davon jedes erreicht. Bin zu feige für Insta und für Twitter zu geistig behindert. Steif wird er nicht mehr. Und für Twitter zu geistig behindert, steif wird er nicht mehr. Er hat's einfach raus. Er weiß auch genau, wie man das schreibt. Er hat einfach verstanden, wie die Abfolge von Vokal und Konsonant ist. Bei den Zeilen ist es nämlich immer so, dass auf, also meistens so, dass auf dem Vokal ein Konsonant folgt und da keine ekligen Sch, St, F und so weiter Sounds kommen, die man halt schwer double-timen kann. Er weiß, wie man das schreibt und er bringt es hier überragend gut. Es erreicht. Bin zu feige für Insta und für Twitter zu geistig behindert. Steif wird er nicht mehr. Tja, bin am Ende dann zu pleite für Tinder. Aber keine Ahnung. Bin am Ende dann zu pleite für Tinder. So macht man's. Keine Kinder, aber das verkraft ich schnell. Bezahl mir selbst einmal im Monat Taschengeld. Aber neben Hype und Ruhm nun Eigentum. Nämlich ein Zertifikat über die Teilnahme einer mehrstündigen Kneipentour. Zertifikat über die mehrstündige Teilnahme. Schade eigentlich, dass er jetzt so da. Also es geht ja um Klassentreffen, ne? Also nach dem Motto, hier, wir haben uns 10 Jahre nicht gesehen, was ist aus uns geworden? Und er sagt ganz klar, hier aus mir ist nichts geworden. Außer dieser Typ bei The World's End, der immer noch in seiner alten Rolle gefangen ist und sich wie ein Versager fühlt, aber es nicht so nach außen trägt. Und doch irgendwie, und das irgendwie lebt. Im dritten Burnout geht das Leben richtig los. In der Regel
ist es so, bis zum Begräbnis bin ich broke. Jeder von uns hat einen großen Traum. Wir wollen hoch hinaus, ohne Drogenrausch. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass hier auf einmal Gesang kommt. Aber ist gut gereimt, ne? Einen großen Traum, wir wollen hoch hinaus, sondern ohne Drogenrausch. Also jeweils dreisilbig in zwei Zeilen, dreisilbige Reime, davon auch ein Nomen. War cool und das ist schön gesungen. Also hört man halt nicht oft, dass in so einem Gesangskontext so gut gereimt ist. Jeder von uns hat einen großen Traum, wir wollen hoch hinaus, ohne Drogenrausch. Niemals wieder in einem Proberaum, ohne Selbstvertrauen, auf den Boden schauen. Niemand kennt sich hier mit Noten aus, doch wollen ins Opernhaus, so wie Josef Strauss. Die ist krass. Die ist krass, die singt halt clean. Richtig clean. Auch nichts, wo ich sagen würde, das kommt ein bisschen komisch oder daran müsste die noch feilen. Nee, auch die langen Noten. Singt sie wirklich gut, ohne zu leiern oder ähnliches. Da kann ich mir noch eine dicke Scheibe von abschneiden, was Dinge angeht. Hammer. Auch die Harmonien, die sie dazu singt, sehr stark. Und dann macht sie auch noch eine Punchline gegen Leute, die es nicht so gut können. Ohne Selbstvertrauen auf den Boden schauen. Das finde ich übrigens, weil am Anfang ist es wirklich so, wenn du rappst oder singst, in dem Fall, deine Profession vor dem Mikrofon ausübst, am Anfang ist es noch wirklich unangenehm, ne? Das hat mir am Anfang auch sehr zu schaffen gemacht. Und ist natürlich cool, wenn sie jetzt so davon singt, dass es jetzt nicht mehr so ist. Hat sie wahrscheinlich auch ihre Erfahrungen gemacht? Kann ich mit relaten. Coole Frisur übrigens. Feier ich. So wie das auf der einen Seite ist, dann die Mütze oben drüber. Und dann das hier, das, was ist das? Piercing, Septum, irgendwie sowas. Und hier, der Kanal, das sieht geil aus. Niemand kennt sich hier mit Noten aus, doch wollen ins Opernhaus, so wie Josef Strauss. Niemals ist für uns. Sie wollen ins Opernhaus wie Josef Strauss. Auch noch geil gereimt. Und dann auch dieser Kanon-Effekt, weißt du? Sie singt es und kurzzeitig versetzt kommt es wieder. Entweder wurde es mit einem Delay gemacht oder sie hat das wirklich nochmal zeitlich versetzt eingesungen. Das ist voll epic. War die nice. Hat mir voll gefallen. Ich kannte sie vorher nicht. Schade, dass da auch nicht direkt der Name steht, weil da ist es hier in Reihenfolge aufgelistet. Patrick mit Absicht war der, wo ich gesagt habe, da mag ich die Betonung. Rakopanzer war der andere Dude mit der Maske, wo ich gesagt habe, der ist auch ganz clean unterwegs. Und hier, Kimandi. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Es ist halt komisch, wenn der Name so geschrieben ist, da bin ich immer irritiert. Hella Props für den Gesang. Wirklich. Wirklich. Sehr stark. Mega Respekt. Schade, dass ich sie vorher noch nicht kannte. Oh. Auch cool gemacht vom Video. Kommt jetzt der einzig wahre Bibbidi-Babbidi-Bundeskanzler? Fährt betrunken Auto. Ah, das ist eine geile Idee. Also er war besoffen am Steuer, baut Unfall, hat sogar noch eine Frau unterwegs dabei und macht jetzt da drin seinen Rap-Part. Geil, Mann. Würde ich so natürlich niemandem vorleben, aber als Video auch das umzusetzen und so, coole Idee. Wurde halt mit einem Effekt gemacht, damit da nicht extra eine Straße gesperrt werden musste, um das wie in einem Actionfilm zu drehen. So ein bisschen wie das bei Samra gemacht wurde, beim Video mit Savas, was wir uns davor angeguckt haben. Aber ist als Idee einfach nice. Und guckt ihn euch doch mal an, den Bundeskanzler, wie er da auf der Fahrerseite sitzt. Ein sympathischer junger Mann, würde man sagen. Ey, die Sieger macht den Biss, die die Friedenspakte bricht und am Fließband Punches kickt, als ob es China-Ware ist. Okay, analysieren wir mal. Sieger macht im Biss, fünfsilbig, und er zieht diesen fünfsilbigen Reim viermal auf zwei Takte durch. Ist bisher reimtechnisch das Stärkste, was wir bisher auf diesem Sampler gehört haben. Sieger macht im Biss, wir hören nochmal durch. Biss, die die Friedenspakte bricht und am Fließband Punches kickt, als ob es China-Ware ist. Am Fließband Punches kickt, als ob es China-Ware ist. Kann man so bringen. Solide. Solide vom Sinn. Bisher noch keine kranke Punchline drin, aber coole Representer, auch dass er sagt, er bricht die Friedenspakte, weil er ist ja der Bundeskanzler. Hat generell sehr viele politische Lines drin, die nicht jeder rafft, aber die ich persönlich nice finde. Stimmeinsatz, kann man sich drüber streiten, ich finde. Ich mochte den Stimmeinsatz eher auf so Tracks von ihm wie Kanzlerstyle, weil da rappt er ruhiger und hat einen konstanten Double auf seiner Stimme. Also, wie ich es bei Fortune vorhin erklärt habe. Dadurch kommt seine Stimme wenigstens breiter und kommt besser mit seiner ruhigen Art auf den Beat. Wenn er hier so frech betont, dann kommt er eher rüber wie so ein Junge. Die Sieger macht im Biss. Weißt du? Ich finde, das steht ihm nicht so ganz. Ich finde, dieses ruhige, mächtige passt eher zu einem Kanzler. Das ist auch geil.
Rapper spielen zwar Street erfahren, doch haben niemals was getickt. Erstmal, da macht er den fünfsilbigen Reim weiter und dieser geile Binnenreim auf die ersten drei Silben der fünf Silben des fünfsilbigen Reims spielen zwar Street erfahren, dann auch noch direkt hintereinander, was mega ästhetisch ist und mega geil kommt und ist dann noch cool im Kontext. Also Rapper machen zwar auf Boss, aber haben sowas niemals gemacht. Kommt einfach nice. Sie blieben kleben auf dem Straßenfilm wie ein Klimaaktivist. Purer Flexpart, Ruf als bester Untergrund. Okay, die Klimaaktivistenzeile. Ich weiß ja, dass der Track schon ein bisschen länger in der Mache ist. Als das geschrieben wurde, war es noch ein bisschen aktueller. Und auch wenn es immer noch Klimakleber gibt, ist die Line jetzt leider ausgelutscht. Aber damals kam die nice. Und ich meine, ihr müsst überlegen, das ist immer noch auf den fünfsilbigen reingeschrieben. Und Klimaaktivist ist halt auch ein fünfsilbiges Nomen. Ein komplettes Nomen. Das ist, wie gesagt, stärkster Reimer bisher. Und das, obwohl wir Leute hatten wie Fortune, Perplex 23, Basti, die sich gerade alle gegen ihn die Blöße geben. Das muss man einfach so sagen. Bin kleben auf dem Straßenfilm wie ein Klimaaktivist. Purer Flexpart, Ruf als bester, Untergrundlegende wie ein U-Bahn-Netzland. Purer Flexpart, Ruf als bester, ma, wieder vielsilbig. Und dann Ruf im Untergrund wie ein U-Bahn-Netzplan. Vielsilbiger Nomenreim, kommt geil und dieses Mal auch ein nicer Vergleich. Purer Flexpart, Ruf als bester, Untergrundlegende wie ein U-Bahn-Netzplan. Sogar noch nicer, als ich gerade gesagt habe. Untergrundlegende wie ein U-Bahn-Netzplan. Ein U-Bahn-Netzplan ist logischerweise im Untergrund, weil er zu einer U-Bahn gehört. Und eine Legende ist ein anderes Wort für Plan oder Übersicht. Also eine Untergrundlegende. Eine doppelte Doppeldeutigkeit, nicer Reim, gepaart mit drei viersilbigen Reimen, Double Time Flow und einem Nomenreim ganz am Ende als Pointe. Meisterlich, geht nicht besser. Das Einzige, was noch besser geht, ist, wenn er noch ein bisschen cleaner Double Time würde. Das ist leider nicht ganz so sauber. Dieses Untergrundlegende hätte man noch ein bisschen cleaner aussprechen können. Aber mit seiner Aussprache, so wie er das gerade betont, so mit dieser gewissen Frechheit, ist das mit einer gewissen Unverständlichkeit bei manchen Wörtern verbunden. Bin wie ein Klimaaktivist, purer Flexpart, Ruf als bester, Untergrundlegende wie ein U-Bahn-Netzplan, Boulevardesca, Swagger, Superspreader, Raguna West, Mars, weil ich zu lang weg war. Hier ist es leider so, dass man relativ wenig versteht. Das Reimschema ist weiterhin sehr, sehr stark. Da, immer noch vielsilbig, immer noch selber Reim. Da. Ich überlege gerade, was das für ein Raster ist. Erste ist normal betont, 16. Die zweite ist schnell und die nächste ist schon wieder abgebremst. Ba. Da ist nur eine einzige Silbe im 32. Raster, dadurch, dass es dann so zustande kommt. Nicht wie üblich zwei, wie bei so 32. Rolls, also da, sondern wirklich nur da. Da ist dann wirklich nur dieses schnell da, weil es ja ab der dritten Silbe schon wieder abflacht. Und das Problem ist, das hat er in seinen Reim eingebaut. Und dadurch, dass er diesen Reim jetzt viermal bringt und viermal deutlich rappen muss, mit so komplizierter Technik und leider Wörtern, die sich von ihrer Soundästhetik, wie ich es vorhin bei Basti erklärt habe, nicht für Double Time eignen, beziehungsweise Triple Time, ist es leider unsauber. Boulevardesca, Swagger, Superspreader, Raguna West, Mars, weil ich zu lang weg war. Wolfgang Menü, Deutschlands coolster Texter, bestuhlter Fester, wenn ich zum Bankettler. Der Loser, Rester, wieder 100 Drecks, Rassi, Putanesca, Don Hooters Restaurant, Bester in diesem Biss. Versteht man leider nicht, an der Stelle. Schade. Schade, wirklich schade, weil die Punchline stark ist. Die hatte er mir schon mal geschickt und deswegen kann ich sie sogar erklären. Wenn ich zum Bankettler, der Loser, Rester, wieder 100 Drecks, Rassi, Putanesca, Don Hooters Restaurant. Er macht hier nämlich eine, er reimt hier nämlich fast komplett in Bezug auf Essen. Also er lädt sie zum Bankett lad. Und die anderen Rapper sind nach Hurenart, weil es gibt ja Spaghetti nach Hurenart, was sich Putanesca nennt. So hat das mir zumindest erklärt. Und das fand ich als Doppeldeutigkeit cool. Und am Ende hat er noch irgendwas gereimt. Warte. Bestuhlter Festtag, wenn ich zum Bankett lad. Der Loser Rest. Bestuhlter Festtag, wenn ich zum Banketttag. Der Loser Rest. Nach 100 Drecks, was die Putanesca, Don Hooters Restaurant. Oder ein Hooters Restaurant. Genau, ich weiß nicht, ob bei den Hooters noch irgendwas dabei war. Unfassbar geil gereimt, aber das hätte er locker auf die doppelte Länge rappen müssen, damit es clean gewesen wäre. Bestuhlter Fester, wenn ich zum Bankettler, der Loser rennt. Oder vielleicht wäre es auch mit Triolen cool gekommen, hätte man experimentieren müssen. Wieder 100 Drecks, was die Putanesca, Don Hooters Restaurant. Bester in diesem Bisten. Nice, auch hier wieder der Beat-Switch, muss ich kurz sagen, wie hier die Akkorde von einem akustischen Piano, von einem Grand Piano gespielt werden. Mega das Feeling, weil es kombiniert wird mit einer Rhythmus-E-Gitarre. Mega geil, Alter, da hätte man voll den Chopper-Rap draufbringen können, so Tech-Night oder so, hätte alles rasiert. Berettas, ich diese Pistol-Clips markiert. Geil, wie er das Berettas hier betont hat. Er sagt nicht Berettas, sondern Berettas. Spanish. Bester in diesem Business, Berettas, ich diese Pistol-Clips markierst du vom und ich den Harten vor mir wie deine Schwester mit ihrem Lippenstift. Hier fand ich die Triolen schon besser. Markierst du hier mutig den Harten vor mir? Da. Hätte man noch ein bisschen mehr pumpen können, aber kommt nicer. Der Reim war halt auch wirklich stark. Berettas, ich schieße Pistol Clips. Vermund ich den Harten vor mir wie deine Schwester mit ihrem Lippenstift. Schwester mit ihrem Lippenstift. Achtsilbige Reimkette.
sitz sattelfest im Kabinett, bin machtbesessen. Ich sitz sattelfest im Kabinett, bin machtbesessen. Dreisilbige Reime, die direkt, fast direkt alle hintereinander kommen. Shooter mit Waffentäschchen, doch ich komme zum Klassentreffen. Also nochmal auf Klassentreffen, um das abzurunden, um seinen Part abzugeben, ist stark. Ist mega strong. Ist mega strong. Audioquali fand ich auch nice. Und Video war bis jetzt auch eins der besten, fand ich. Jetzt machen wir weiter. Jetzt kommt ja, ich glaube, jetzt kommt Don Frechus, oder? Warte, ich guck nochmal schnell. Don Frechus, genau. Und am Ende dann nochmal Tio. Mach nochmal zurück. Da war viel. Epochalste Rap-Kollabo. Wieder achtsilbig. Epochalste Rap-Kollabo. Na, 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 wie Eldorado. Das waren zwei achtsilbige Lines. Zwei achtsilbige Reime in einer Line. Krank, Digi. Doch ich komme zum Klassentreffen. Epochalste Rap-Kollabo. Lass Ghettos rein, so wie's Eldorado. Ego Pablo Escobar, Kuss ab, mach den Block wie bei Lego Star Wars. Hey. Ich find's geil, wie sie das inszeniert haben, dass das quasi noch ein Bundeskanzler-Video ist und dass der Frechi da mit ihm telefoniert. Coole Idee. Ich finde, von seiner Aussprache ist er ein bisschen, wie sagt man, er hat seinen Speichel ein bisschen hier vorne drin, wenn er rappt, und deswegen klingt es ein bisschen übermäßig voll in seiner Vocal und ein bisschen undeutlich, gerade wenn er auch hier in die 32s liegt. Da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, ba. Wenn da öfter mal welche kommen, sind die nicht immer so clean. Trotzdem versteht man's. Also es ist jetzt auch ein bisschen hier, wie gesagt, wenn ich das halt alles mit Basti vergleiche, ist es auf einem hohen Niveau, ohne dass ich jetzt ein Basti-Fanboy bin oder so. Vielleicht ein bisschen, aber nur wegen seinem wunderschönen Bauch. Wie der Beat auch nochmal komplett switcht, ne? Dum, dum, dum. Wird nochmal ein Stück seichter. Aber irgendwie hat das was, es hat so einen coolen Faktor. Die Gitarre, die jetzt spielt, hat, das ist auch noch eine E-Gitarre, glaube ich. Ja, es ist auch noch eine E-Gitarre. Die spielt aber um einiges seichter. Ist aber nice, ist nice. Ego Pablo Escobar, Kuss ab, macht im Block wie bei Lego Star Wars. Hey, ein Monster, du trägst den Abzug. Macht im Block wie bei Lego Star Wars. Auch cool, ne? Aber die macht. Und im Block, also doppelte Doppeldeutigkeit. Nice. Ego Pablo Escobar, Kuss ab, macht im Block wie bei Lego Star Wars. Hey, warte, da war noch was. Das war nicht nur das Macht im Block, da er hat noch was gesagt. Blue Escobar, Kuss ab, macht im Block wie bei Lego Star Wars. Was da? Was sagt er da? Das ist das Wort, was ich nicht verstehe. Wenn ich das noch verstehen würde, wäre noch nicer. Macht im Block wie bei Lego Star Wars. Am Frechus ist halt auf einem Niveau, wo ich mir wirklich denke, dass da nochmal eine Deutlichkeit drin war. So wie's Eldorado, Ego Pablo Escobar, Kuss ab, macht im Block wie bei Lego. Ah, ich verstehe es leider nicht, aber da war bestimmt auch nochmal was. Star Wars, hey, ein Mucks, du trägst den Abdruck meines Lederschuhwerks. Sorg für einen nachhaltigen Fußabdruck wie Greta Thunberg. Boot und Fall viel zu hoch begabt, seit das ist auch nice. Also er tritt dir in die Fresse und du hast Narben davon. Das ist also ein nachhaltiger Fußabdruck. Und die Greta Thunberg will halt einen biologischen Fußabdruck. Auch cool. Diamant zu schmieden, start den Overtake mit des Wortästhetik und flockisch wie eine Maschine. Plus ne Overtake mit Wortästhetik, auch cool reimt. Fußabdruck wie Greta Thunberg, Potenzial viel zu hoch begabt, seit den Rotdiamant zu schmieden, start den. Das habe ich vorhin auch noch nicht gesagt. Potenzial viel zu hoch begabt, seit den Rotdiamant zu schmieden. Und dann kommt der Reim auf dieses Mant zu schmieden nochmal drauf. Aber auch hier wieder dreisilbige Reime in einer Zeile, ist ein krankes Level. Take mit des Wortästhetik und flockisch wie eine Maschine. Plus ne Wortästhetik und Flow ist wie eine Maschine. Attitüde, baue mir vom Hotpot hier einen Brand und rauch zusammen mit dem Commission Attitüde. Doch das Sonder. Attitüde und Commission Attitüde. Ja, okay. Wieso unsauber? Das Kommando ist uns auf einer heißen Spur wie die Sommerreife vom Lambo bei Sonnenschein in Monaco, hey. Auch hier wieder auf einer heißen Spur, wieder ist es von der Doppeldeutigkeit nicht so krass, ist cool, aber der Reim macht das Ganze richtig fett. Das müssen wir uns nochmal geben. Ist uns auf einer heißen Spur wie die Sommerreife vom Lambo bei Sonnenschein in Monaco, hey. Sommerreifen vom Lambo auf Sonnenschein in Monaco. Da ist nur das Beim dazwischen, aber das ist so ähnlich wie diese Dönerlauch wie Günther Jauch, nur mit 7 Silben. Heftig. Und vielleicht kennen sie unsere Philharmonie, doch auf den Grabstein in Schriften liest man nur Mission Complete. Philharmonie auf Mission Complete, auch ein sehr nicer Reim, wenn man mich fragt. Ich finde von seinem Stimmeinsatz auch so, ich glaube, er hat ihn noch nicht ganz gefunden oder so, weil aktuell klingt mir das noch ein bisschen zu gedrückt und ein bisschen zu, also ein bisschen zu wortsalatig in der Stimme. Unsere Philharmonie, oh, das klang mehr nach Haftbefehl. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Es versucht cool zu klingen. Es versucht cool zu klingen, natürlich. Er versucht cool zu klingen und klingt aber manchmal ein bisschen
weird. Was schade ist, weil der Beat ihn wirklich unterstützt und wirklich nice klingt und an vielen Stellen klingt es ja sogar schon nice und die Reimtechnik ist gottesmäßig übergeil. Aber diese Wortästhetik wird nur mal ein bisschen mehr rausholen. Ich verweise hier zum Beispiel auf einen Robbie Banks, der ja früher auch noch nicht so mega crazy geklungen hat und mittlerweile durch diese Shindy-Ästhetik wirklich nochmal richtig viel Style in seine Delivery für seine Punches gebracht hat. Und da der ja aus einem ähnlichen Lager kommt wie Don Frechus oder Bundeskanzler, sehe ich da genauso noch eine Tendenz, so wie Frechus sagt, den Rohdiamanten weiterzuschleifen. Was jetzt aber nicht darüber hinwegdeuten soll, dass Frechus und der Bundeskanzler mit Abstand die krassesten Reimer auf dem Track waren bisher. Ah, und jetzt haben wir den Raum, der am Anfang angeteased wurde. Und da D-Ho das Ganze initiiert hat, hoffe ich mal auf ein cooles Finale. Gelobte Strophen mit Flow zerfickt und provisorischen losen Dosen das Dorf vertickt. Der Zweckreimkönig kommt herein. D-Ho reimt krass und hat dieses Zweckreim-Ding, also Reime, die per se keinen Sinn ergeben oder mega gestelzt da reingepackt werden, auf ein absolutes Maximum getrieben. Das ist so sein Ding. Das respektiere ich. Wäre für mich die Hölle, so schreiben zu müssen, bin ich ehrlich. Ich würde, glaube ich, lieber meinen Kopf gegen eine Wand hämmern und weinen und lachen gleichzeitig, bis ich sterbe. Aber Dio macht es. Respekt dafür, dass du das durchhältst, Diggi. Und jetzt analysieren wir das Ganze mal. Ich hab methodisch gelobte Strophen mit Flows zerfickt. Methodisch gelobte Strophen mit Flows zerfickt. Was soll das überhaupt bedeuten, Mann? Und provisorischen losen Dosen das Dope vertickt. Provisorischen losen Dosen das Dope vertickt. Ja, das ist halt cool, die vielen O-Silben da drinne. Und das, wir haben hier, was haben wir, komm, wir zählen mal dieselben. Wir zählen mal. Gelobte Strophen mit Flows zerfickt. Und provisorischen losen Dosen. Sorischen, losen, Dosen, das Dope vertickt. Ist jetzt, wenn ich es richtig gezählt habe, 11 Silben. Also ein 11-silbiger Reim, der vom Sinn her absolut mega Banane ist. Aber es ist halt D-Ho und ich finde, das kann man respektieren. Das Dope vertickt. Ich versohle auch grob Idioten der Oberschicht, doch war bloß. Ich versohle grob Idioten der Oberschicht. Ah ja, das sag ich auch immer so. Großen und Co-Pilot für die Drogentrips. Grob Idioten der Oberschicht, doch war bloß im Großen und Co-Pilot für die Drogentrips. Dann wird auf Shore oft hoch erhoben wie ein Obelisk. Doch hab nur schonungslos Schuss geboten für Forenkids ohne Witz. Was hoch erhoben wie ein Obelisk. Doch hab nur schonungslos Schuss geboten wie. Was? Forengigs? Oben wie ein Obelisk. Doch hab nur schonungslos Schuss geboten für Forenkids ohne Witz. Du warst schon geboren im Logensitz. Logisch schreibst du Profi, gelobte Strophen auch ohne mich. Dann hab mich fett gefressen, kann man nur mal eben zum Reste essen. Werde prinzipiell auf Dauer nur auf meine Huren und die festgesetzte Rente setzen. Checkst die. Das war jetzt vom Triple Time her auch okay, war gut. Gegen Ende. Das Art hätte er noch ein bisschen stärker betonen können, damit es an der Stelle nicht so amateurhaft geklungen hätte. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, ansonsten klingt das wirklich rund. Kann man nur mal eben zum Reste essen, werde prinzipiell auf Dauer nur auf meine Huren und die festgesetzte Rente setzen, checks direkt und spreng die Ketten. Was sagt er meine Huren, ist der Hurenart oder Hurennot oder so? Letzte Silbe ist leider nicht verständlich. Sollte es gelingen, dich zu retten, wird es super easy für dich sein, ohne meine Aufarbeit im Flächendecken, Rap zu retten. Nice. Es ist halt wacky so, aber er ist ja gerne wacky. Ich meine, sein ganzer Style ist wacky mit der Perücke, diesem aufgeklebten Bart, dieser komischen Sonnenbrille und da hängt ja noch das Preisschild dran und seine hochgepitchte Stimme und wenn dann so sein Mic kommt, da ist da so ein Laserschwert raus. Das ist halt seine Ästhetik. Ich finde, man hätte sich eine coole Location holen können. Die eine sah ja auch geil aus, die hier ist jetzt leider ein bisschen meh. Da hatte der Bundeskanzler leider bisher am stärksten vorgelegt. Oh, und ich fand den Dreh ihr Name, muss ich mal nachschauen. Das simmen wir jetzt mal ein bisschen. Kimandi, ach keine Ahnung. Das fand ich auch cool inszeniert und hier beißt sich, finde ich, Ästhetik mit Location. Zu retten, Decken, zu retten. Direkt und spreng die Ketten. Sollte es gelingen, dich zu retten, wird es super easy für dich sein, ohne meine Aufarbeit im Flächendecken, Rap zu retten. Flächendecken, Rap zu retten, Alter. Wirklich, wenn D-Ho das nicht rappen würde, würde ich jeden anderen in Grund und Boden kritisieren für so eine Wackness, aber bei ihm ist es halt sein Style. Ich will ja auch nicht arrogant klingen oder so, aber da kneift sich wirklich was zusammen innerlich, wenn ich das höre. Zwei Jahrzehnte kantenreich, zwei Jahrzehnte kampfbereit, Moment. Zwei Jahrzehnte Reimprophet mit reingeprägter Handarbeit. Kurze Frage, hat man jemals sein Gesicht gesehen vorher? Oder ist das das erste Mal? Wenn ja, wäre das ein sicker Reveal. Ich habe nicht viel D-Ho gehört. Ach, wen haben wir denn da?
Wen haben wir denn da? Ja, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Komm, wir lesen das schnell mal vor. Eben zum richtigen Zeitpunkt beim Zoom ins Auto ein Part reingeklickt. Sehr treffend, kompetente Analyse von meinem und Freches Stärken und Schwächen. Es ist der freche Schulbuben-Stimm-Swag. Übrigens, bei Hooters wird auch auf Hurenart serviert. Ach, deswegen, genau, das hatte ich bei der Erklärung noch vergessen. Gut, dass du es noch sagst, dann kommt es noch hier in die Analyse mit rein. Ist also ein Double Play. Okay, ja, hast du recht, natürlich, natürlich. Wenn es bei Hooters so gemacht wird, klar, dann ist es auch da eine doppelte Doppeldeutigkeit. Geht mit Putaneska und mit Hooters Restaurant auf. Liebe Grüße zurück, du sympathischer junger Mann, du. Meinetwegen 2x10 ins Phasenschwein. Kannst du mir direkt mal dazu sagen, ist das erste Mal, dass man die hohes Gesicht hier sieht? Reich, 2 Jahrzehnte kampfbereit, 2 Jahrzehnte Reihprophet mit reingeprägter Handarbeit. Meinetwegen 2x10 ins Phasenschwein, Zeit vergeht, halb verfehlt, weiter geht's als alter Greis, kacken dreist. Ich muss davor keine Ketten schauen, um das zu verstehen. Ach kacke, dann ist jetzt voll der Insider weggegangen von mir. Hat er vor ein paar Wochen das erste Mal sein Gesicht gezeigt. Okay, aber es ist nah dran. Wir haben also hier Payback for San Diego in der D-Ho-Form. Ist das auch seine normale Stimme oder ist die jetzt tief gepitcht? Meinetwegen 2x10 ins Phasenschwein, Zeit vergeht, halb verfehlt, weiter geht's als alter Greis, kacken dreist. Na, halb verfehlt, weiter geht's als Tattergreis. Das fand ich aber vom Reim sogar geil. Da waren jetzt keine Zweckreime drin, außer vielleicht das Kacken dreist so hinterhergeworfen. Das ist wirklich seine normale Stimme. Crazy, das klingt jetzt, wenn man die Host-Stimme gewohnt ist, dann klingt das hier voll, als wäre das tief gepitcht. Klassenfahrt, der Klassenfeind, maximal begabt, wie ein Standardpart von Busta Rhymes. Maximal versagt, jedoch maximal... Standardpart von Busta Rhymes. Auch wieder 6. 7-silbig war's. Stark. Den Schwanz gezeigt, fast nicht mehr gefragt, auf einem abgesagten Abstellgleis. Kein Zapfenstreich, immer noch Schwanzvergleich. Begabung bleibt, immer noch startbereit. Deutschrap, artenreiches Abendmahl aus Gammelfleisch. Ist das Drama abermals ein Kamerad auf lange Zeit. Hat mir jetzt gegen Ende besser gefallen. Ich habe das Gefühl gehabt, er hat die Reimtechnik versucht beizubehalten, aber die Zweckreime so weit zu minimieren, wie es trotzdem geht. Ach, er hat die Beats gebaut! Motek ist D-Ho. Ist das sein Producer-Name? Nicht im Ernst. Er war das. Ich habe ihn die ganze Zeit, ich habe es die ganze Zeit analysiert und gesagt, ich habe keinen Plan, wer das ist. Ich weiß nicht, wen ich lobe. Und es war D-Ho. Yes, Motek, M-O-T, D-Ho. Ja, Junge, krass. Krass, Junge, hast recht, der Boy ist krass perfektionistisch. Okay, das verstehe ich jetzt wahrscheinlich nicht wegen der Continuity. Was? Battleboy, Basti und D-Ho haben ein Album gemacht? Sehe ich das richtig, dass das Album von den beiden ist? Oder ist da nur ein Song drauf, der Instant Classic heißt und von den beiden ist? Weil wenn die wirklich zusammen ein Album machen, dann gebe ich mir das. So. Auf D-Ho-Style bin ich ehrlich. Auf diesen klassischen D-Ho-Style, ich lasse das Video kurz fertig laufen. Okay, da kommt nichts mehr. Auf den D-Ho-Style muss ich auch ein bisschen klarkommen. Wie gesagt, wegen dem ganzen Zweckreim-Zeugs, so wie es halt nun mal ist. Dass er die Beats gemacht hat und das alles abgemischt hat und vor allem jeden Beat einzeln abgestimmt hat auf die Rapper, das ist wirklich verdient heller Respekt. Vor allem, weil alle Parts, muss man sagen, die waren rund. Die waren von Anfang bis Ende rund gemacht und haben keine richtigen deutlichen Schwächen gehabt. Ein paar Kleinigkeiten vielleicht, aber das Ding insgesamt an sich wirkt wie ein richtig rundes Kunstwerk. Okay, ich lese gerade hier. Instant Classic wird ein Collabo-Album von Battleboy, Basti und D-Ho. Das werden wir uns geben. Das werden wir uns auf jeden Fall geben. Alter, wie geil. Geil, kam schon Stimmausraster eben gerade hoch. Hat Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht zu analysieren. Da war deutlich genug Stuff. Allein vom Beat, aber auch hier von dem, was ihr abgeliefert habt. Also, werter Herr Kanzler, das war ein starker Part. Kannst auch ein Frechi sagen, dass das ein starker Part war. Und auch von den anderen. Ich habe hier auf jeden Fall, ich habe mich gefreut, Fortune wieder zu hören. Ja, so Jack von Crack ist jetzt nicht unbedingt so meins. Und Patrick mit Absicht fand ich nice. Orkos Ehen haben auch gut reingehauen. Rako Panzer war jetzt auch nicht schlecht. So, da waren, ja, wie gesagt, war jetzt keine krasse Line drin bei ihm. Aber er hatte zumindest mal sehr solide gerappt und solide geflowt. Also er hat sich keine Schwächen geleistet. Denn Battleboy Basti hat mir vom Flow am meisten gefallen, ohne Wenn und Aber. Kemani hat unfassbar schön gesungen. Und auch geile Punchlines verteilt, obwohl das eine Gesangseinlage war. Dann der Kanzler und Frechus, habe ich ja schon gesagt. Und D-Ho am Ende hat halt die meiste Epicness, auch wie er sich inszeniert hat. Und eigentlich ist ja alles von D-Ho, was den Beat angeht und die Nachbearbeitung und alles. Fettes Projekt, hat mir richtig gefallen. Danke an jeden, der mitgemacht hat, weil das wirklich unterhaltsam war. Grüße gehen raus.
Und falls ihr in Zukunft bei den Streams dabei sein wollt, Link ist direkt hier unten in der Beschreibung. Auschecken, geht's zu meinem Twitch. Vielleicht streame ich auch mal für YouTube, aber Twitch ist aktuell so mein Go-To-Standard-Ding. Schau da gerne vorbei. Ich weiß, es ist ein bisschen umständlich, von einer Plattform auf die andere zu wechseln. Aber gönnt euch, dann seid ihr auch beim nächsten Video mit dabei, wie der Kanzler. Kanzler schreibt hier gerade noch, es freut ihn, er schaltet jetzt auch aus und fährt das nächste Auto auf Cocaine gegen die Wand. Bis bald, mein Freund, bis bald, mein Bester. Mach's gut und auch an euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.